Assassin's Creed. Er hat den Durchblick. Ist es Lied oder ist es lame? Bam, bam, bam. He's in the game. Ja, hallo liebe Community, wir sitzen hier wieder beim Adrian, das kennen wir noch aus dem letzten Jahr, ja, von, wie heißt die Firma nochmal, sag mal eben. Wir heißen Bright Future. Also ah ja, ich kann es mir nicht mehr. Machen ist Bright Future. Bright Future, genau. Ja, ihr kennt den Adrian noch vom letzten Jahr, der war ja auch so freundlich, uns die ganzen Preise zu organisieren für unser Community-Event, wenn ihr euch daran erinnert. Ja, wir sitzen hier wieder, der neue Fußballmanager steht an, wie in jedem Jahr, lieber Adrian, man hat immer die Qual, wenn man jedes Jahr ein neues Spiel rausbringen muss. Letztes Jahr war dieser geniale Online-Modus, der die Leute so mitgerissen hat. Was kannst du uns dieses Jahr erzählen über den neuen Fußballmanager? Was habt ihr euch dieses Jahr ausgedacht? Einiges. Man will ja nicht jedes Jahr das Rad neu erfinden, aber irgendwo muss man natürlich auch noch neue Ideen haben, das Spiel besser zu machen. Im letzten Jahr ganz klar Riesenthema Online-Modus. Ich glaube, kam super an. Wir haben schöne Zahlen gehabt, aber dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall nochmal unseren Offline-Fans wieder da mal ein besseres noch und schöneres Spielerlebnis geben. Deswegen auf jeden Fall, ich würde euch gleich drei große Bereiche zeigen. Auf jeden Fall ein neuer Transfermarkt, also deutsch überarbeiteter Transfermarkt. Wir haben ein neues Stärkesystem, auch ganz wichtig für unsere, nicht nur für die Hardware-Gamer, sondern auch für Leute, die neu reinkommen. Und Line-Up-Taktik, also Aufstellung, ganz, ganz wichtiger Bereich. Also quasi wirklich zwei Kernbereiche des Fußballmanagers, also Transfermarkt und Taktik. Wirklich komplett angefasst und umgekrempelt. Lass uns kurz hiermit anfangen. Fußball pur siehst du. Wir haben im letzten Jahr drei sogenannte, jetzt weiß ich den Namen gerade selber nicht, auf jeden Fall sind wir nach England geflogen und haben uns Leute eingeladen, die den Football-Manager spielen, die den FIFA-Manager schon mal gespielt haben und wollten einfach mal deren Meinung so hören. Also quasi nicht nur die Deutschen machen, sondern wirklich mal so von englischen Leuten. Und die haben gesagt, hey Leute, macht doch mal einen Modus, der wie in England wirklich nur auf die Manager abzielt. Das heißt, in England ist ja quasi der Manager, ist ja der Trainer. Und da ist es so, der kümmert sich nur um Training, Aufstellung, Taktik und Transfermarkt. Mit all dem anderen Zeug wie Merchandise, Stadionausbau, hat er nichts zu tun. Jetzt war es bei uns, du hattest nicht Assistenten schon. Aber jetzt haben wir hier Fußball pur, wenn du diesen Finanzassistenten anklickst, dann verschwinden wirklich komplett alle nicht relevanten Bereiche aus dem Menü. Das heißt, du hast kein Merchandise mehr, keine Trikots mehr, also wirklich komplette Fokussierung auf die Kernbereiche. Das ist natürlich also auch für Einsteiger eine wunderschöne Geschichte. Aber ich lasse es erstmal drin. Ja, das sind die Sachen, die eigentlich keiner machen, weil ich kenne das von mir, ich habe da auch nie Bock drauf, also auf Fan und so und Kniedelwurz, also finde ich super. Ja, es gibt natürlich Leute, die wollen es auf jeden Fall machen, ja, also wir haben ja im letzten Jahr zum Beispiel auch dieses Feature gehabt, dass man einstellen kann, wie viele Toiletten und wie viele Bratwürstscheine und sowas, also es gibt extrem viel, gerade die Deutschen werden es genau auf sowas. Die Deutschen sind die Bratwürste wichtig, sagst du? Absolut. Welchen Verein darf ich wählen? Weißt du doch, ich bin noch Bremer, wir spielen ja heute Abend Champions League Quali, ich sehe hier das Mainz-Trikot schon, kann man das mal einfangen bitte? Ja. Oh, sogar unterschrieben von den ganzen Spielern. Ist ja sensationell. Ja. Ja. Jetzt kommt Köln? Nee. Boah. Sehr schön. Ja, kenne ich nicht. Ja. Wir kommen von der Tabellenspitze. Wir kennen uns da unten nicht so aus, wir Bremer, ne? Ja, solche Sticheleien müssen sein. WM ist vorbei. Ich habe aber auch noch eine Stichelei. Wir haben natürlich eine aktuelle Datenbank, das heißt... Noch mit Özil? Ohne Özil. Sehr gut. Wollen wir eh nicht mehr haben, den Sack. Judas. Okay, dann gehen wir mal rein. So. Also die Screens werden dir recht ähnlich, recht bekannt vorkommen, weil das Feedback war so, dass es extrem gut angenommen wurde und wir wollten also auch dann es so lassen, weil wir haben ja letztes Jahr diese große Auflösung zum ersten Mal gehabt. Und wollen das auf jeden Fall, es kam so gut an, dass wir es lassen wollen. Und haben wir weiterhin diese Widgets. Und hier erste große Neuigkeit, eine neue Pokalauslosung. Die ist zum einen hier gebrandet in jeweiligen Wettbewerb. Also hier haben wir natürlich den DFB, weiß und grün. Und die Logik ist besser, also es wird aus richtigen Töpfen gelost. Und vor allem, wir haben jetzt auch so schöne kleine Kommentare hier. Also wir haben alle historischen Pokalergebnisse drin. Das heißt, Fortuna Düsseldorf hat im Jahr 79 den Pokal gewonnen, 1-0 gegen Hertha BSC. Ich meine, das ist, glaube ich, auch geil fürs Spielerlebnis. So, jetzt gehen wir mal rein. Hier erster großer wichtiger Punkt für die Spieler. Erstmals eine komplette korrekte Oberliga Hamburg. Ja, geil. Oberliga Hamburg. Also der Junge
Oder der Kollege, der mir das Mainz-Trikot geschenkt hat, ist unser neuer Skriptbeauftragter, also jemand, der in der Datenbank, er macht nur Skripte, also er hat jetzt in Spanien viel gemacht, aber vor allem in Deutschland. Wir mussten früher immer faken, wir hatten also 8 Oberligen plus eine Fake, Oberliga Nord. Und jetzt haben wir wirklich 3 korrekt, Oberliga Hamburg, Schleswig-Holstein. Kriegst du mal auf die Bremer Liga, das interessiert mich jetzt gerade mal. Sind das auch Originalmannschaften tatsächlich? Ich werd verrückt, Oberneuland. Das sind die, die da spielen, aber natürlich nicht mit Original... Fotos. Und weil wir die Lizenz nur bis zur 3. Liga haben. Ein bisschen schwierig war es hier. Werder Bremen 3 hat uns dann noch für größere Probleme gestellt, weil sowas gab es in Deutschland noch gar nicht. Also normal spielen in Deutschland erste und zweite Mannschaft. Und mit der 3. das ist so ein bisschen schwieriger. Da sind wir noch an der Lösung am Arsch. Die 2. Werder spielt, glaube ich, 3. Bundesliga, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ja. Okay, das ist halt so wie Verbandsliga quasi. Er spielt ja, kommt sogar hin, glaube ich. War es Oberliga Hamburg? Nee, ich sag, die 3. von Werder spielt, glaube ich, in der Verbandsliga. Nein, Oberliga Hamburg. Jetzt. Ja. Okay. Ja, das ist ja neu gestaffelt worden. Ich weiß nur von früher, aber okay. Genau, jetzt spielen wir Oberliga Bremen und das ist natürlich dann, war dann für uns die Herausforderung, das noch irgendwie hinzukriegen. So, jetzt sind wir hier. Jetzt entscheiden, was sind so die ersten Schritte, die man immer macht, wenn man einen Fußballmanager startet? Aufstellung würde ich sagen, Strategie so ein bisschen. Ja, aber das ist bei jedem Spiel schade. Aber wenn du wirklich eine neue Saison startest mit einem Verein. Trainingslager, solche Sachen, Vorbereitungsspiele. Freund dafür, genau. Und jetzt ist es so. Saisonvorbereitung, ein Assistent ist hier, der fragt dich direkt. Wenn du sagst auf Ja, wird die komplette Vorbereitung geplant mit Trainingslager, mit Freundschaftsspielen und etwaigen Turnieren, also super geil. Und die nächste Neuerung ist, du kannst, wie du hier siehst, direkt in den Kalender reinklicken. Das ist schon mal für Benutzung da. Wir sehen dann hier das Trainingslager in Gralsheim, wir sehen Freundschaftsspiel gegen Links, gegen Nöttingen, also gegen schöne kleine Gegner. Und natürlich kannst du auch einzeln absagen. Wichtig ist dabei, wir arbeiten jetzt auch im Kontextmenü, das heißt, rechts im Maus hast du nicht mehr länger hier unten irgendwas liegen, sondern du kannst hier wie im Rest des Spiels angepasst. Und das Coolste ist, du kannst auf jedes Spiel draufklicken oder auf jeden Termin rechts im Maus hast und bis hierhin simulieren. Also super einfach. Das nächste ist, also jetzt nochmal im Bereich Interface, wir haben ein neues Widget, was sehr unscheinbar Übersicht heißt. Du erinnerst dich, du musst früher hier oben draufklicken, musst es dann sagen, Borussia Dortmund und solche Geschichten eingeben. Und jetzt kannst du einfach ganz leicht Deutschland, Bundesliga, Tabelle, das schon mal sehr schnell, oder direkt sogar Kader und Matthias Abel, also super schnelle Geschichte. Also sehr auch auf Geschwindigkeit gelegt, ne? Dass man diese ganzen kleinen Details nicht mehr so rumtüdeln muss, sondern einfach bam, kann spielen. Das ist der Plan. Da rufen die Jungs vom Stand an. So, jetzt sind wir hier Aufstellung, ne? Das kommt dir noch bekannt vor, aber entscheidend ist Taktik. In den letzten Jahren war es immer so, Taktik, bisschen klein, bisschen gefuddel und jetzt endlich Fullscreen. Das ist das absolut erstmal das Größte. Das heißt, in den letzten Jahren war es immer so, dass viele Leute, die gerne Taktik einstellen wollen, aber nicht so den Zugang dazu hatten. Also wir klicken einfach mal auf Taktik hier und bang, haben wir erstmal schön Fullscreen. Wir werden gefragt, wie wir spielen wollen, defensiv ausgeglichen oder offensiv als Ausrichtung. Und in dem Fall nehmen wir einfach erstmal ausgeglichen. Du hast Hilfstexte, wie das schwache Mannschaften halt erstmal defensiv spielen sollen. Hier übrigens der Macher des Spiels, Gerald Köhler, gerade eingetroffen. Der Name kommt mir irgendwie tierisch bekannt vor. Der hat schon viel gemacht, ne? Anstoß gemacht. Anstoß, daher kenne ich den. Ja. Mit den lustigen Sprüchen der. Super, haben wir gleich mal eingefangen. Großaufnahme. Genau, und das ist dann sozusagen aber auch mein Chef. Also. Alles klar, also muss ich mich benehmen, ja? Genau. Ich mich aber genauso, ja. So, jetzt wählt der Taktikassistent aufgrund deines Kaders ein 4-4-2 mit Router aus. Passt bei euch ja ganz gut. Mein gut, Özil ist weg. Dann müssen wir mal schauen, wen er so auf die 10 stellt. Ja, wir kaufen ja noch einen, aber okay. Ja, ihr könnt ja den Wesley kaufen. Für 8. Toll. Naja, ich glaube auch, dass das... Ich habe schon gedacht, man würde vielleicht Diego zurückholen. Aber ja, wollen die schon, aber der will halt 6 bis 8 Millionen Euro, Millionen Euro verdienen. Das ist ein bisschen... Das sagt Alofs, kann er nicht zahlen, von daher. Müssen wir wahrscheinlich ohne die Ausgabe. Aber okay, wir sind ja beim Manager jetzt hier. Richtig, aber auch da stellt sich auch die Frage, wen hole ich natürlich jetzt als Özil-Ersatz? Also da müssen wir mal schauen, wen wir vielleicht gleich Bezahlbares finden. Also, aber hier auf jeden Fall ganz entscheidend ist, du kommst auf den Taktikbereich. Das ist natürlich alles schön vollskin, aber es ist erstmal sehr simplifiziert. Das ist für die Einsteiger gut, das heißt, du hast wirklich nur Passspiel, Angriffsseite, Abwehrreihe und Einsteiger. Also auch Leute, die nicht so viel Ahnung vom Fußball, von Taktik haben, können da quasi mit dem Assistenten da auch vernünftig spielen. Genau, das wäre der Plan, also dass man wirklich durch das Spiel durchgeht und es wird einem genau erklärt, was heißt Abwehrreihe und sowas. Und wenn du dann immer noch Fragen hast, haben wir weiterhin um diese schönen blauen Buttons, die wir im letzten Jahr eingeführt haben. Also für Frauen quasi. Das ist der Frauen-Button. Absolut. Der Blondinen-Button. Genau, so in etwa. Wenn aber jetzt keine Blondinen vorm Rechner sitzen, nein, ich bin ja auch eine Blondine,
also quasi wenn dann echte Kerle davor sitzen, die auch noch Fußball, dann klicken sie auf den Detailliert-Button und schon siehst du, bang, hier hast du alles. Entscheidend ist, das sind im Großen und Ganzen die einzigen Möglichkeiten, die man auch schon in den letzten Jahren setzen konnte, aber niemand hat es gemacht, weil es war viel zu umständlich und es war so divisil. So, wir haben zwei komplett neue Sachen, wir können jetzt entscheiden, wie werden die Ecken geschlagen, kurzer Pfosten, langer Pfosten, variabel. Ganz also hier mit den Texten arbeiten oder mit den Buttons, hier fehlen gerade leider noch die Texte, aber auch neu Abstöße. Wir erinnern uns alle an die WM, Manuel Neuer, großer eben war übrigens gerade Andreas Köpke hier, hat sich kurz mal sagen lassen, wie wir die Anfänger der. Ja, wie wir die Torhüter-Diskussion einschätzen. Ja, ich habe es gelesen, in der Pressemeldung, war es schön. Ja, das habe ich nicht gesehen unten, die Podiumsdiskussion, aber er war nur gerade hier und hat sich nochmal angeschaut. Wie hat man mit dir abgeklatscht quasi. Und einmal abgeklatscht und ich habe gesagt, wir haben Neuer und Adler beide gleich gut, und er war sehr zufrieden mit. Ja. Was mit Wiese? Das interessiert mich. Hat er auch gefragt, Wiese, und Wiese ist eine 79. Also einen runter. Vier runter. Nee, das musst du noch ändern. Du bist doch hier, du machst doch die Datenbank, oder? Du musst deine Wiese noch stärker machen, das geht nicht. Ich kann mal nachschauen. Vielleicht vertue ich mich ja auch und er ist dann doch schon was besser. Auf jeden Fall können wir aber einstellen, und wenn man jetzt fußballerisch extrem begabt ist, was Manuel Neuer natürlich ist, dann können wir sagen, lange Abstöße. Und wir wissen ja alle, die WM, Manuel Neuer gegen England, ne? Schönes Ding, Klose haut das Ding rein, so muss das sein. So, das sollte aber nicht gewesen sein. Der nächste Punkt ist individuell. Das heißt, hier haben wir jetzt auch eine sehr, sehr schöne Übersicht, was unsere Spieler machen. Also unser Assistent hat jetzt Marin auf die Zehen gesetzt. Hand links, Jensen rechts, Borowski dahinter. Okay, mein Totti Frings müsste noch ein bisschen angeschlagen sein. Aber was du hier siehst, rot und grün heißt einfach, was seine Einstellungen sind. Das heißt, er soll wenig flanken und er soll viel dribbeln, was sich natürlich bei ihm anbietet. Du kannst ihn einfach anklicken und jetzt können wir natürlich sagen, dass er kaum flanken soll, weil er spielt in dem Zentrum, dann macht das natürlich wenig Sinn. Aber er soll beispielsweise dribbling oder auch noch steil gehen. Und all das würdest du dann... Bei Marin müsste noch die Option fallen lassen dabei sein, ne? Bei wem genau? Bei Marin, der lässt ja so auch fallen. Da müsstest du noch fallen lassen irgendwie. Ja, fallen lassen. Freistöße schinden. Na, gleich einfügen. Ich. Alles klar. Das, da musst du Gerald fragen. Aber Anschluss gab es sowas noch. Aber wir machen solche Dinge halt eher nicht. Und deswegen. Naja, aber natürlich, dribbeln ist natürlich aufgrund seiner Fähigkeiten. Wir sind auch hier Technik 89 und Dribbling 89. Du siehst auch direkt seine besten Fähigkeiten, bieten sich natürlich an. So, entscheidend ist aber, dass... jetzt, das, was jetzt kommt, das Thema Laufwege. Hier kannst du wirklich komplett individuell deine Mannschaft designen. Man kann es immer wunderschön zeigen bei einer Doppel-6, die haben wir jetzt gerade leider nicht. Bei einer Doppel-6, die erinnert sich an die WM, da war es natürlich Schweinsteiger und Khedira. Während Khedira da den etwas offensiven Part gemacht hat und Schweinsteiger bis abgesichert hat, kann man jetzt hier sagen, also nehmen wir einfach mal an, wir nehmen jetzt, haben jetzt hier Borowski, jetzt können wir sagen, Borowski soll eine sehr defensive 6 spielen, das heißt, bei Ballbesitz bleibt er halt nur auf der Mittellinie stehen, geht aber bei gegnerischem Ballbesitz quasi mit in die Verteidigung, komplett mit hinten rein. Genauso können wir sagen, dass Hand zum Beispiel nach vorne reinziehen oder auch bis zur Linie runtergehen soll. Je mehr Linien du ziehst, desto mehr leidet natürlich auch die Fitness. Aber wir können, wenn man zum Beispiel die Doppel-Sechser, kann man zum Beispiel schön sagen, dass bei Ballbesitz beispielsweise der Khedira zum Zehner aufrückt, also wirklich komplett vorne reingeht und der Schweinsteiger halt dann beispielsweise hinten dran bleiben würde. Und da sind auf jeden Fall da sind keine Wünsche mir offen, und ich glaube, das ist ein Feature, was unsere Community extrem lieben wird, weil wir haben natürlich viele Fans, die gerade sagen, Taktik, das ist unser Bereich, und ich glaube, da haben wir jetzt vieles gemacht. Was dann noch hinzukommt, wir haben also hier 10 freie Buttons für schnelle Formationen. Hier heißt es einfach, du kannst jetzt also 10 Formationen definieren. Formation heißt, sagen wir mal, die 4-4-2 Raute, und du machst da wirklich Aufstellungen jetzt. Das heißt, ich sage zum Beispiel, meine A-Mannschaft oder meine Jungen oder meine B-Mannschaft, das heißt, wenn jetzt Werder Bremen gegen Bayern München spielt, ich spiele natürlich mit der B-Mannschaft. Ah, okay. Ich würde sagen, ich würde vorschlagen, ich spiele mit der A-Mannschaft. Ja. Wenn die aber vielleicht gegen Mainz spielt, würde auch vielleicht die B-Mannschaft reichen. Das sagen wir einfach mal so. Ich finde es schön, dass du das einsiehst. Ich sehe das ein, ja. Ich erinnere mich auch noch an das 1:6. Und, das ja, war schön. Absolut, absolut. Ja, ich musste da aber arbeiten, das war ja nicht schlimm. So, jetzt kann ich für jeden einzelnen Stürmer, für jede Position, kann ich also besetzen und sage jetzt, würden die vier Besten. Jetzt würden halt Pizarro, Almeida, Marin, Rosenberg würden die Position des Stürmers einnehmen. Wenn ich jetzt aber sage, dann speichere ich ab als Team A. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin bei Team B oder bei jungen Teamern, könnte ich auch sagen, dass ich einfach vielleicht den Terströ oder sowas aus der zweiten Mannschaft hochziehe und den dann da spielen lasse. Das heißt, wenn ich dann Freundschaftsspiele mache oder sowas, dann werden junge Spieler gefördert. Wichtig ist, einmal kurz einstellen, und dann hat das einen wunderschönen Vorteil, dass man, wenn man hier rausgehen, wie eben gezeigt, den neuen Kalender, über Ergebnisse Spielplan hier direkt unter Spielsystem für jedes Spiel schon